Ich bin der David, 34 Jahre alt, arbeite hier bei der Spedition N. Kemper in Wuppertal. Ja, wir haben Sonntag. Ich habe jetzt gerade mal meinen LKW eingeräumt. Bettwäsche, Einkauf, was man so alles braucht für die kommende Woche. Ja, und ich werde euch jetzt mal ein paar Tage bei mir mitnehmen. Euch mal ein bisschen was zeigen. Mein Tagesablauf. Zeigen, wie es so im Hafen in Hamburg wo vonstatten geht. Ja, Auto ist vorgeladen für Hamburg. Ja, und dann wird es dann heute Abend um 0 Uhr losgehen. So, jetzt gibt es eine Maniküre, Pediküre, einmal waschen oben, unten rum. Jetzt kann ich ja noch ein bisschen was über mich erzählen. Fahre jetzt seit gut 11 Jahren LKW. Das ist jetzt hier meine zweite Firma. Hier bin ich jetzt mittlerweile seit ja, gut etwas über 5 Jahren. Fühle mich auch wohl. Hier ist alles so, wie es sein muss. In einer anständigen Spedition. Was ich jetzt aus meiner Sicht zu sagen habe. Klar gibt es mal gute Tage, schlechte Tage. Aber ich glaube, die gibt es überall. Immer eben so ein kurzer Stopp. Beim Karl-Heinz ist ganz wichtig. Der Karl-Heinz, der muss nachts seine Eier pellen. Natürlich in kurze Hose. Ja, gehen wir mal eben hier ringsrum. Machen wir eben einen Kontrollgang, während der Karl-Heinz seine Eier pellt. Sieht auch gut aus. Ja, und auch das zählt in Hamburg natürlich mit dabei, Stau. Aber da ist der tägliche Wahnsinn bzw. der tägliche Berufsverkehr hier rund um Hamburg, da ist mit sowas immer zu rechnen. Aber machen wir uns nichts draus, ankommen tun wir sowieso, dauert halt noch ein bisschen was länger. So, jetzt geht es noch einmal gleich über das Hamburger Wahrzeichen. Ja, da sehen wir den Eurogate. Ja, nicht viele Schiffe da. Ja, und jetzt gleich geht es über die Kühlbrandbrücke einmal in den Hafen. Ja, herzlich willkommen im Hafen. So sieht es jetzt hier aus. Reinste Chaos durch den Sturm, der heute mit hier ist. Dadurch konnte ich auch nicht über die Kühlbrand. Ja, da oben ist die Kühlbrandbrücke. Ich hoffe, euch hat es gefallen, so ein kleiner Einblick bei mir, so wie es bei uns bzw. bei mir so täglich vonstatten geht, Hamburg. Für mich heißt es jetzt nur noch Tasche packen, Sachen zusammensuchen, Rucksack nehmen und dann geht's nach Hause. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Danke, tschüss!